So, herzlich willkommen hier heute zum Thema Bestseller finden für deinen eigenen Online-Shop und gleich auch noch so ein paar Tipps dazu zu Werbeanzeigen, was du beachten musst, damit du wirklich gute Produkte einfach mal findest und dann natürlich auch verkaufen kannst. Und darum soll es nämlich gehen, nicht nur um das Finden, sondern auch um das Verkaufen. Und deswegen will ich jetzt mit einer Einleitung anfangen, wo wir nicht gleich jetzt die Produkte raussuchen. Das machen wir auch noch in diesem Video, da brauchst du dich nur ein bisschen kurz gedulden. Aber vorher will ich noch eine Sache klären, die unheimlich wichtig ist, die ihr verstehen musst, um große Sales einfach mal einzufahren. Fangen wir einfach mal damit an, mit dem normalen Grundgedanken, was viele Leute haben, wenn sie ein Bestseller-Produkt finden wollen oder einfach ein Produkt verkaufen wollen auf Shopify. Die nehmen sich jetzt irgendwo ein Produkt raus. Wir nehmen mal hier als Beispiel so eine Kette für, jetzt wandeln wir das Ganze mal in Euro einfach um. Wir sagen einfach, das sind jetzt 3 Euro, damit wir jetzt besser rechnen können. Wir rechnen jetzt in Euro. Und wollen diese Kette verkaufen. Dazu brauchen wir natürlich jetzt auch noch ein Werbebudget und damit erhöht sich der Preis dieses Produktes erstmal schon von unserem Break-Even-Point gesehen. Break-Even bedeutet da ab dem Punkt, wo du anfängst, Gewinn zu machen. Es sind verschiedene Faktoren, wenn du ein Produkt, sei es irgendwo, ja gut, ein Handy jetzt nicht, wenn du irgendein Produkt halt verkaufst, dass du dementsprechend natürlich erstmal den Einkauf bezahlen musst. Du musst die Versandgebühren natürlich auch bezahlen und du genauso musst du natürlich auch dann noch deinen Online-Shop bezahlen, der ja auch Betriebskosten hat und das Ganze setzt deinen normalen Preis halt hoch. Bedeutet in diesem Falle hier für diese 2-3-Euro-Kette müssten wir schon 10 Euro nehmen, um überhaupt erstmal 2 Euro Gewinn zu machen. Ist auch eine Sache, was die wenigsten euch erzählen, wenn sie über das Thema Shopify reden, weil dort einfach gesagt wird, ja 100.000 Euro, 10.000 Euro, 20.000, 50.000 Euro in einem Monat und dann werden Riesenzahlen genannt. Doch die Frage ist immer, was bleibt denn am Ende davon übrig? Und du siehst hier schon vom Verhältnis, dass diese riesigen Zahlen dann meistens gar nicht mehr so groß einfach mal sind, wenn du das am Beispiel von 10 Euro hier einfach mal ableitest. Lösung des Problems auch allgemein bei diesen Produkten, wenn du Produkte einkaufst oder Topseller finden willst, du solltest sie nicht zu billig kaufen. Denn das hat verschiedene Gründe einfach mal, die ganz, ganz wichtig sind und das verstehen die meisten ja, Beginner einfach im Dropshipping-Business nicht oder im eigenen Online-Shop-Business, wie man an Preise überhaupt rangeht. Und zwar beim Preisen, du musst ja immer so bedenken, was kostet dich so ein Werbebudget, da gibt es dann die ganzen tausend Zahlen von CPM, CTR, CPC und so weiter und da kann man sich natürlich mega dran aufhalten, aber im Endeffekt geht es um eine große Zahl und zwar den Return on Ad Spend, also ROAS, genannt und da ist halt die Frage, was gebe ich rein, was habe ich an Ausgaben und was bleibt überhaupt dabei noch übrig. Und diesen Wert, der wird auch von deinem Einkaufspreis beeinflusst. Bedeutet, wenn du jetzt irgendwo einen Produkt, einen Bestseller suchst, dann solltest du den nicht zu billig nehmen, sondern da noch höher ansetzen, also auch im Verkaufspreis, dass du dementsprechend mehr Geld hast einfach oder mehr Marge, die du wieder in Werbung investieren kannst. Du kannst nämlich bei Online-Produkten in zwei Richtungen gehen. Du kannst einmal den CPA halt verändern, also das ist quasi der Cost per Acquisition, was kostet dich das, einen Kunden überhaupt zu akquirieren oder halt zu bekommen. Beispiel, es kostet dich bei einer Werbeanzeige 10 Euro, um einen Kunden einzukaufen. Dann wäre in unserem Beispiel hier, wenn der jetzt 10 Euro für die Kette bezahlt, natürlich irgendwo gehoppt wie gesprungen, nichts gewonnen. Und dementsprechend musst du da denn mehr Geld verlangen. Um den CPA gut anzupassen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also du könntest einen Button einfärben in einer anderen Farbe, du könntest neue Texte zufügen, du kannst deine Sales-Texte anders schreiben. Wenn ihr jetzt Ideen habt, jetzt werden wir mal interaktiv, schreibt ihr mal Ideen runter, aktiv oder macht euch mal Gedanken, mit was kann man ein CPA eigentlich verändern? Also was kann ich an meinem Business verändern, damit die Leute einfach mal mehr kaufen? Natürlich, da gibt es sehr viele Stellschrauben, aber es gibt auch eine simple auf der anderen Seite, wenn du die halt anziehst, dann hast du auch mehr Gewinn und zwar indem du einfach den Preis hochsetzt. Und damit kannst du oder werden deine Werbeanzeigen natürlich deutlich profitabler, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt irgendwie 30 Euro für den Verkauf, der Kunde kostet mich 10 Euro im Einkauf, habe ich 20 Euro Gewinn, dementsprechend habe ich auch wieder mehr für Werbung. Gut, lange gequatscht, jetzt wollen wir aber auch zum Thema Bestseller finden oder Topseller finden gehen und da gibt es so ein paar Sachen, auf die will ich euch noch warnen, denn es gibt nämlich sehr viele Leute, die gerade im Shopify-Business gern mal Zahlen verdrehen, gern mal
sag ich mal, Sachen auslegen, damit es schöner ist, damit man besser seinen Online-Kurs verkaufen kann und all diese Sachen. Und das gibt es also im englischsprachigen Markt gibt es sehr viel und da gibt es wirklich sehr viel so eine Leute. Hier mal ein Beispiel, was ich mal bei YouTube gesehen hatte, und zwar den Thanos Gauntlet. Da war einer ganz stolz darauf, dass er den Thanos Gauntlet verkauft hat, zur Zeit, als ja, Avengers im Kino war. Ist natürlich nicht unbedingt sehr ja, überraschend, dass das Ding dementsprechend durch die Decke gegangen ist, wenn man sich mal hier den Einkaufspreis einfach mal ja, anguckt. Das ist ja wirklich ein Witz, sag ich mal. Du kannst das Ding hier mindestens für 50 bis 60 Euro halt verkaufen und die Leute reißen es dir wahrscheinlich trotzdem noch aus den Händen. Und da ist halt wieder wichtig, wenn ihr ein Produkt sucht, dass ihr einmal das Copyright checkt, also wirklich, darfst du das überhaupt verkaufen? Also nicht irgendwie Sachen jetzt hier mit Marvel, mit DC oder was heißt irgendwelche Marken da drauf. So einen Shop darfst du nicht machen, auch nicht jetzt irgendwo, du sagst jetzt Fernsehserie Arrow, findest du gut, dann machst du halt da einen Shop zu oder irgendwie Tomb Raider oder irgendwie sowas, das haut halt nicht hin. Das darfst du nicht tun. Genauso halt, wenn du Produkte jetzt implementierst in deinen Online-Shop, gibt es halt auch den Irrtum, dass die Leute dann sagen, ich kann ja die Bilder von AliExpress wiederverwenden. Nein, die kannst du nicht wiederverwenden, weil du weißt ja nicht im Endeffekt, wo diese Bilder gemacht worden sind und wo diese Bilder herkommen. Und deswegen, da musst du wirklich aufpassen, hat derjenige, der Supplier hier auch wirklich das Recht dazu, diese Bilder für seine Werbung zu benutzen oder darfst du die denn auch benutzen? Da musst du halt, wie gesagt, nachfragen, um da nicht in Gefahr zu fahren, sag ich mal, abgemahnt zu werden. Kommen wir mal zum nächsten, und zwar, wenn du einen Topseller suchst, dann sollst du natürlich auch einen Mehrwert haben oder soll das Produkt einen Mehrwert haben, es muss was Besonderes haben, es muss auch Emotionen auslösen. Das ist das Gleiche wie im T-Shirt-Business, wo ich dann auch immer sage, wenn ihr ein T-Shirt verkauft, es bringt halt nichts, hier irgendwo einen Namen raufzuschreiben, wenn der jetzt nicht irgendwo mega bekannt ist, sag ich mal, den dürfte er ja dann auch nicht raufschreiben, also ich darf jetzt auch nicht Lagerfeld oder sowas darauf schreiben und dann ein T-Shirt verkaufen mit Lagerfeld, dürfte jedem irgendwo klar sein. Aber du brauchst halt Emotionen, um eine Sache zu verkaufen. Also beim T-Shirt zum Beispiel, unterschätze niemals einen alten Mann, der Rennrad fährt und Kaffee liebt und irgendwie weiß der Geier was. Das ist ganz spezifisch einfach mal die Zielgruppe. Und sag ich mal, da hast du halt diese Emotionen geweckt. Und genauso ist es jetzt halt hier bei dem Produkt, was ich dir jetzt zeige, so eine Handyhülle mit einem sieht aus wie so ein Gameboy-Spiel hinten. Das ist natürlich jetzt vom Gameboy sehr, sehr nah dran. Da musst du halt aufpassen wegen Copyright. Aber trotzdem, es gibt ja noch andere Varianten davon. Es war jetzt einfach nur so ein Beispiel, damit du gleich erkennen kannst, worum es sich hier handelt. Da musst du halt wirklich, oder das wirkt so schon, oder das weckt so Emotionen von ein bisschen, ja, Retro, Mensch, damals, weißt du noch, der erste Gameboy, Super Mario, Tetris. An dieser Stelle, was war euer erstes Gameboy-Spiel? Würde mich mal interessieren, unten in die Kommentare mal anschreiben. Ich bin mal gespannt, wer als erster Pokémon schreibt oder Tetris oder ja Mario, Super Mario World und so weiter und so fort. Da kommen Erinnerungen auf, wa? So, also, da geht es wirklich um Emotionen und wie gesagt, von der Marge her müsst ihr halt auch aufpassen, jetzt hier natürlich von den Preisen erst einmal. Du darfst nicht zu teuer deine Produkte einfach einkaufen, weil dann könnte es Probleme mit dem Zoll geben. 21 Euro, das ist so ein bisschen eine Orientierungshilfe. Offiziell ist es so, dass 21,60 Euro müssten das, glaube ich, sein, ist der offizielle Wert. Allerdings kannst du theoretisch bis 26,30 Euro halt hochgehen, weil die Verarbeitungsgebühren vom Zoll, die würden das nicht decken, wenn die einen Fall, sage ich mal, mit 25 Euro hier eröffnen würden. Dann, da lohnt es sich nicht, die greifen theoretisch erst ein ab 26,30 Euro, aber trotzdem halte ich an die 21 Euro, unter 21 Euro Einkaufswert in dem Land, wo du hier mit dem du dropshippen willst. Der Verkaufswert ist relativ, wenn ich das Ding hier für 1000 Euro verkaufe, hat das damit nichts zu tun, sondern es geht wirklich nur um den Einkaufswert in dem anderen Land. Gut, jetzt natürlich die Frage, was passiert? Noch ganz schnell, eigentlich wollte ich darauf gar nicht aus, auf diese Verpackungssachen oder auf diesen Versand, aber ist egal. Was passiert jetzt, wenn der Kunde jetzt 3 von diesen Dingern hier bestellt? Ja, dann haben wir ja über die 26 Euro und hätten Probleme. Nein, haben wir nicht, indem wir einfach den Versand und, die Abwicklung aufgeteilt machen. Dann kriegt er halt 3 Pakete oder 2 Pakete, je nachdem, dass der Wert halt nicht überschritten wird. Und damit kriegst du dann auch keine Probleme beim Zoll.
Gut, weiter geht's. Und zwar, wie kann man jetzt auch noch prüfen, und zwar, ob diese Produkte wirklich gut sind, indem du einfach mal auch guckst ein bisschen auf Bewertungen und Bestellungen. Wie gut sind Bewertungen und wie viel Bestellung hat das Ganze? Ist es schon erprobt? Ist der Zulieferer einfach mal zuverlässig, dass du deine Sachen halt auch kriegst, die in Ordnung sind, also nicht irgendwo Materialfehler halt haben, nicht irgendwo, sag ich mal, gefährlich, also bei dem Gameboy, vielleicht ein paar von euch müssten jetzt was in die Kommentare geschrieben haben, und zwar, wenn wir jetzt nämlich nochmal zurückgehen, was ist denn hier das Problem? Ja, ganz einfach, hier haben wir schon wieder Technik und so eine ganzen Sachen, Batterien, da müssen wir schon wieder gucken, so nach dem Motto, Vorsicht bei solchen Sachen, hier müsste man auch mal sehen, ja, wie gesagt, dass da halt nichts passiert, weil die abmahntechnisch musst du dir immer überlegen, was ist das unproblematischste Produkt zu verkaufen, ohne dass da irgendwo ein großes Problem ist. Also wenn du einen Schlüsselanhänger hast mit irgendwo einem Notizblock dran oder irgendwie so eine Sachen, da kann halt nichts viel passieren. Aber wenn du irgendwo sagst, du willst jetzt Tiernahrung, irgendwas dropshippen, na, da wird es schon komplizierter, wenn es die Katze frisst und dann halt umfällt, dann bist du halt in der Haftung. Ist auch nicht so cool, deswegen bleib lieber bei solchen Sachen, die hier ganz unkompliziert sind. Bei dem Versand solltest du auch die App Overload dir installieren. Da kannst du, hier sieht man es jetzt schlecht, wir können ja nochmal bei AliExpress reingehen. So, gehen wir mal hier einfach bei AliExpress Smartphone Case ein. Ich habe jetzt hier die App Overload installiert oder die Chrome Extension, mit der ich hier ganz easy, gut, da muss ich mich nur einloggen, dann meine die Produkte halt in den Online-Shop aufnehmen kann mit wenigen Klicks, und die zeigt mir hier auch gleich an ePacket, No ePacket. Falls du das nicht haben solltest, das bedeutet, es ist eine Versandart, die schneller geht, extra für uns Dropshipper halt entworfen wurde, und da kannst du ganz oder kriegst du schnellere Versandzeiten einfach mal, die so 7 bis 14 Tage einfach oder 5 bis 14 Tage einfach mal so im Schnitt sind. Und das ist natürlich deutlich besser, als wenn du irgendwo ewig da auf Pakete warten musst oder der Kunde. Und da solltest du auch darauf achten, dass du möglichst dein ePacket als Versandart dementsprechend auswählen kannst. Gut, eine andere Sache, wenn du jetzt natürlich hier noch checkst und guckst, was hier gut ist, könntest du auch hier 4 Sterne und mehr gehen. Damit filterst du erstmal alle Sachen raus, die wirklich vielleicht nicht ganz so gut sind, die irgendwo Materialfehler haben, wo Leute schon bestellt haben, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die haust du damit raus und hast natürlich dann die Möglichkeit, hier auf Produkte zuzugreifen, die wirklich schon erprobt und getestet sind. Ist auch eine schöne Sache. Genauso hast du halt hier beste Übereinstimmung, sind noch sortieren. Das sind diese Suchkriterien. Wenn du hier oben was eingibst, machst du zum Beispiel Smartphone Case, weiß nicht, Halloween oder so, müssen wir mal gucken, ob es da überhaupt was gibt. Zack, Halloween, und dann könntest du sagen, auf beste Übereinstimmung, was ist der Bestellwert, der Preis, das sind die neuesten Produkte. Neues ist wieder riskant, weil es nicht ganz so erprobt ist, aber auch Chancen. Da kannst du nämlich dann dementsprechend auch mal vielleicht einen neuen Topseller finden, bevor der eigentlich richtig durch die Decke geht. Wenn die Verkaufszahlen, wenn du schon siehst, die steigen an, aber irgendwo, wenn du siehst, dass die Verkaufszahlen steigen halt an, aber sie sind noch nicht so explodiert. Eine andere Sache, wie du genauso auch noch nachgucken kannst, ist Google Trends. Das will ich dir jetzt auch einmal zeigen, um Trends allgemein zu identifizieren. So, jetzt habe ich hier mal Google Trends aufgerufen und wir gucken uns hier einfach mal den Thanos Gauntlet an, und zwar diesen Handschuh, den ich dir jetzt gezeigt habe von dem Film Avengers. Und da siehst du ganz klar halt hier, wenn ich jetzt einfach mal das noch größer mache, jetzt könnten wir mal zum Beispiel 2004, bam. Also da siehst du hier schon wirklich, erst wurde fast gar nicht nachgesucht. Hier war noch einmal eine Sache im Mai 2018, aber dann hier April 2019, da ist das ganze Ding dann durch die Decke gegangen. Und wenn du da entsprechend gleich zur Stelle bist und, machen wir noch ein bisschen mit kleiner. Ups. So, und wenn du hier zur Stelle bist und diesen Trend halt erkennst, dass hier jetzt was passiert und du dich dann einhakst und da dementsprechend dein Produkt platzierst, dann wirst du auch sehr, sehr viele Verkäufe haben und wirst du auch sicherlich einen Topseller einfach mal haben, wenn der hier so wie hier halt extrem durch die Decke geht. Das ist natürlich hier schon echt eine Hausnummer. Ich sag mal so, selbst bei 25 und so hier in der Mitte sage ich jetzt einfach mal 40 im Schnitt, da hast du schon wirklich Verdienste gutes Geld, also verdienst du durchweg gutes Geld, aber eher im Normalbereich, aber alles, was denn hier drüber ist, ist schon wirklich heftig, und da kannst du wirklich sehr, sehr viel Kohle und sehr, sehr viel Geld halt einfach mal verdienen.
So, jetzt geht es natürlich darum, wie findest du überhaupt auch nochmal Shops, die gut laufen? Wie findest du auch Werbeanzeigen, die gut laufen? Das will ich dir auch jetzt zeigen. Fangen wir erstmal mit den Shops an. Und zwar dazu gucken wir im Shopify Help Center, ziehen wir uns einfach mal, wo steht sie? Hier, 32, die IP-Adresse von Shopify. Denn das Schöne ist, Shopify ist eine Hosting-Plattform. Das bedeutet, es ist eine Seite, wo andere Shops-Seiten gehostet werden. Und die geben wir einfach mal hier oben ein, zack, lassen den hier einfach mal bei myip.ms mal rödeln. Dann wird gesagt, okay, der Besitzer hier Shopify ist klar und hat unten eine schöne Tabelle, wo man einfach mal nachgucken kann, was für Shops sind denn hier eigentlich so gelistet. Wir können mal raufgehen, MyColor, das wird jetzt wieder so ein Make-up-Ding sein. Juck. So, da ist er. Ja gut, fast Make-up, so Wimpern-Dings. Ach cool, Wimpern, nee, doch Make-up, siehst du? Habe ich recht. So, und dann kann man sich jetzt schon ein bisschen so angucken, okay, was verkaufen die so, für welche Preise verkaufen die das, auch ein bisschen, wie haben sie eventuell den Shop aufgebaut. Aber Vorsicht, denn das sagen nämlich viele Leute, dass man das so machen kann. Allerdings solltest du dennoch eine kleine Überprüfung machen, weil wir wissen ja nicht, wo dieser Shop überhaupt herkommt. Und das gibt halt zum Beispiel bei Seiten wie SimilarWeb. Da könnte ich jetzt zum Beispiel eingeben hier von Gymshark. Den können wir uns hier einfach mal rausziehen und ballern den hier oben rein. Ups. Ne. So, jetzt kann das machen. Immer mit anklicken. So, jetzt gehen wir natürlich hier so ein bisschen auf die Analyse von Gymshark. Da kann man natürlich gucken, okay, woher kommt's, woher, wo gehen die Kunden hin, genauso die Traffic-Quellen einfach mal, von wo die ihre Kunden ziehen. Und es ist natürlich auch so, dass so Leute, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt rauskriegst, okay, Shopify, Logan Paul hat da einen Shop, naja, dann musst du aber auch wissen, dass Logan Paul dementsprechend einen YouTube-Kanal von fast 20 Millionen Abonnenten hat und der da ziemlich viel Traffic einfach mal raufschicken kann, wenn der wieder in die Kamera schreibt, bei My Merch. Und genauso ist es natürlich dann auch bei anderen Marken. Wenn du sowas hast hier wie Gymshark, dann kann es durchaus mal sein, dass die halt auch Werbung machen mit Influencern und da sehr starke haben, also wie zum Beispiel Jun Olsen oder Janni Della und Co. Die machen ja auch dafür Werbung. Und wenn die halt so ein Posting machen, dann sehen das Millionen von Leute und werden da dementsprechend dann auch kaufen. Ist wie gesagt, du solltest immer danach gehen, auch so ein bisschen wie, wer steht dahinter und wo kommt einfach mal der Traffic her. Eine andere Variante, auf die ich jetzt aber nicht groß weiter eingehen will, weil ich sonst wieder megamäßig hier blurren muss und sowas, zeige ich jetzt einfach mal nur hier. Du hast die Möglichkeit natürlich, wenn du Facebook dafür benutzt und bestimmte Begriffe hier oben in die Suchleiste einfach mal eingibst, also sowas wie hier bestellen, get yours here oder irgendwie sowas, dann kriegst du halt dementsprechend auch Suchergebnisse, die musst du hier noch auf öffentlich stellen und ein bisschen hier dran rumfummeln. Dann kriegst du halt, musst du ein bisschen suchen einfach mal und siehst zum Teil hier schon Ad-Anzeigen, die wirklich sehr, sehr gut laufen. Also hier haben wir zum Beispiel eine mit 3500 Kommentare, 141 Mal geteilt und sowas. Würde ich jetzt einfach schon mal behaupten, dass diese Anzeige ganz gut läuft. Und diese Sachen kannst du natürlich auch genauso mit AdSpy und diesen ganzen Programmen rausfinden. Da will ich jetzt auch nochmal ein Video dazu machen. Und das kommt aber erst demnächst. Jetzt will ich nochmal vorher ein paar andere Videos machen. So, wenn dir das Ganze gefallen hat, lass natürlich auch ein kostenloses Abo da. Genauso halt ein Daumen und natürlich ein Kommentar, wie dir das Ganze gefallen hat. Welche Methoden kennst du noch? Einfach unten in die Kommentare schreiben. Und genauso natürlich, was für Gameboy-Spiele oder was für Gameboy-Spiele hattest du damals? Einfach mal unten in die Comments mal gucken, wieso unsere Zielgruppe oder was heißt, wieso unsere Zuschauerschaft hier einfach mal aufgestellt ist. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Hier sind jetzt noch zwei Videos einfach mal eingeblendet und hier ist der glorreiche Abo-Button. Da einfach mal raufdrücken und dann sehen wir uns das nächste Mal. Gute Verkäufe in eurem Online-Business.